Hallo YouTube-Freunde da draußen, mein Name ist SinnetLP und ich danke euch wie immer fürs Einschalten an dieser Stelle zu einer weiteren den Überrascht Desperados 3 Folge. Ja, wir sind hier in Eagle Falls und probieren hier uns, zu der Dynamit vorzuarbeiten, was hier drin ist. Wir hätten zwar auch hier viele ganz schöne Sachen, aber will ich nicht, ist mir zu umständlich. Hier, meine Freunde, sitzen wir nun. Kate kommt hier nicht voran. Die kommt natürlich hier überall so ein bisschen vorbei, außer an der Poncho. Und hier läuft keine Poncho. Doch, hier läuft eine Poncho. Wobei, wo ist denn der mitnehmen sollen. McCoy sitzt da noch. Ich weiß auch noch nicht, ob wir ihn brauchen. Wir machen hier keine halben Sachen. Ich weiß noch nicht, ob wir ihn brauchen. Ich bin mir da noch so ein bisschen unsicher. Wie weit ich jetzt hier komme. Ich komme hier jetzt wahrscheinlich... In Ordnung. Gar nicht so hier rüber, oder? Doch. Okay, also rüber komme ich. Ich komme hier also von Stapel zu Stapel. Bin unterwegs. Ist nur die Frage, wie inwiefern mir das nützt. Ich kann natürlich hier über alle drüber hinweg hüpfen. Mal gucken. So interessiert es halt überhaupt gar keinen. Dann komme ich hier aber nur in den Busch. Bevor wir das machen, speichere ich, weil ich komme hier nicht wieder hoch. Sollen wir? Oh! Oh! Hoch! Hoch! Oh mein Gott! Jesus Christ. Okay, ich komme doch nicht in den Busch. Bam. Aber Leute, ich komme daneben hin. Okay. Komm hier hin, aber nicht in den Busch direkt. Na gut. Dann sind wir so in dem Busch. Wer sieht uns denn hier? Gar keiner. Auf was schießen die da? Die probieren hier was zu treffen. Ich könnte mir vorstellen. Problem. Was ist dem Poncho-Guy hier? Offen. Mehr hat er nicht. So schlecht sind wir nicht. So schlecht sind wir nicht. Ja, wir wollen hier doch nicht alles hochgehen lassen. Sehr rücksichtsvoll. Okay, der guckt in die Richtung. Jetzt speichern wir. Kurz, dann schmeckt's los. Jetzt, glaube ich, könnten wir das machen. Oh, was zum Teufel? Könnten wir nicht, weil Mr. Poncho hier hinten noch sitzt. Den habe ich ja mal gar nicht gesehen. Ganz schlecht. Okay, dann Planänderung. Diese Heimis würden nicht einmal die lange Seite einer Scheune tragen. Oh, oh. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier? Ach so, die sind gerade natürlich da ein bisschen ungünstig gelaufen. Dann wollen wir mal. Mal gucken, ob er uns sieht. Diese würden nicht einmal die lange Seite einer Scheune treffen. Was sagen Sie, Gentlemen? Meinen Sie, wir werden in diesem kleinen Schuppen Dynamit finden? Zunächst mal müssen wir die Tür aufschließen. Passen Sie nur auf, dass die Luft rein ist. Dann knacke ich das Schloss. Ach so. Unterwegs. Also muss ich doch mal McCoy dazu holen gleich. Okay, wir suchen uns hier mal ein bisschen Muni raus. Okay. Also bis jetzt bin ich hier ganz gut ohne durchgekommen. Aber gut, dann mal kurz Planänderung, McCoy holen. Mitten durch die Hölle. Mal gucken, ob uns hier jemand sieht. Ich glaube nicht. Ich habe ja eigentlich alles frei gemacht. Mal gut. Ich weiß auch noch nicht, ob wir Kate hier gerade noch so. Ah, der kommt ja auch nicht hoch. Das ist ja für ein Arsch jetzt. Habe ich ja jetzt vergessen, er kann ja auch nicht klettern. Aber ja, shit. Also haben wir eh nur eine Chance. Über die Mitte raus. Das ist Dammit. Okay, das war knapp. Aber gut.
Ich muss jetzt hier durch. Aber der Poncho fällt nicht drauf rein. Der da hinten fällt halt drauf rein. Ich muss mal testen, was der Poncho macht. Also täuschen lässt er sich, glaube ich, nicht. Doch. Okay. Ich weiß nicht, sieht der... Wenn ich mal nach hier ablenke, lenkt der den wieder ab? So, und dann... Hoffe ich. Ja. So. Ach, Mann, der lässt sich ja nicht davon ablenken. Ach, Kinders. Warum macht denn der sowas hier? Okay, dann Planänderung. Nein. Nein, nein, nein. Ey, ich stehe hier echt... Jetzt stehe ich echt ganz blöde da hier. Der hier nervt. Den können wir ablenken. Es ist noch nicht vorbei. Den können wir ablenken. Cooper steckt hier fest. Ich komme hier mit Cooper über den unteren Weg. Aber was nützt mir das? Das ist noch gar nichts. Da was nützt mir das? Gar nicht so einfach hier. Was meinst du? Der sieht hier alles. Wir holen uns die Stadt zurück. Der ist schwer. Dazu müsste ich eigentlich mit Cooper irgendwie ran. Dazu müsste ich aber mit Cooper wieder zurückkommen. Das wird aber nichts mehr. Ich habe mich hier so ein bisschen festgehangelt. Willst du Jarvis nicht rächen? Wild March, McVay? Wo das herkommt, gibt es noch viel. Was immer du sagst, schöne Frau. Halt, dass der hier alles beobachtet, ist schlecht. Ganz schlecht. Ich komme nicht vorbei. Doch, warte mal, wir probieren es anders. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Riskieren wir einen Blick. Aber dann bin ich hier hinter. Kann da mich einer sehen? Nee. Obwohl er auch nicht. Aber es nützt mir alles nichts. Ich krieg keinen von den Gegnern hier weg. Wir müssen uns Blackstone zurückholen. Ich kümmere mich drum. Für Onkel Ian. Was haben wir denn hier so drin? Wenn hier nämlich einer von denen hier, der erkennt mich sofort, glaube ich. Sehen Sie sich das an. Das leibhaftige und offenkundige Schicksal der Industrie. Ich frage mich, wie oft an dieser Säge Unfälle passieren. Denken Sie darüber nach, selbst einen Unfall zu provozieren? Jedenfalls sieht sie ziemlich scharf aus. Bevor wir das machen, speichere ich mal kurz hier. Die Säge ist angehalten. Ja, okay. Es wäre auch zu einfach gewesen, hier einfach dran rumzupuppeln. Und wer sieht denn das alles? Alle. Okay, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Weiß nicht, ob ich da irgendwas machen kann. Vielleicht würde es ja was nützen. Auf mein Zeichen. Gesundheit. Okay, das war's nicht. Fertig und los. Ich muss beide treffen. Bon voyage. Sie halten mich nicht auf. Die Säge ist angehalten. Wenn der sich jetzt umdreht, bin ich am Arsch. Mann, ist das schwer. Ich will es aber probieren hier. Leute, ich kann einfach blockieren hier. Geschenkt. Jetzt geht
Warum? Weil der Poncho sich hier nicht beeindrucken lässt, glaube ich. Ja, ja, mein Trick. Gesundheit. Fail. Das ist Flagstone. Da sind nur Hinterwäldler. Ich kann hier aber auch überhaupt nichts Schlaues veranstalten, muss ich sagen. Bezaubernd. Nur ein harmloser kleiner Nieser. Mit besten Grüßen. Warum? Ach, weil ich renne. Rennen ist verboten. Bin in einer Sekunde da. Ein bisschen Niespulver. Bon voyage. Allein den Kaffee. Warum sehen die mich dann auf einmal? Wenn ich hier so durchlaufe, interessiert's keinen? Nützt nichts. Ich komme hier nicht vorbei, ohne die wegzumetzeln. Nee. Keine Chance. Also Leute, ich bin hier ehrlich, ich bin gerade derbe überfragt, was ich machen soll. Ich kann natürlich probieren, hier mit Cooper wenigstens ein bisschen was freizuräumen, aber... Der wird den sehen. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Ist ja auch ein Poncho, der lässt sich also auch nicht ablenken. Und die beiden müssen wir auch noch dann beseitigen. Und den können wir ja gar nicht beseitigen, nur durch Schüsse. Wodurch wir alles andere wieder anlocken. Eieieiei. Sieht nicht so gut aus für mich. Ich meine, ich könnte zwar probieren, wenigstens mal... Halt! Oh, ist das knapp gewesen. Ich wollte ihn hier auswählen. Ne, sie. Ich kümmere mich drum. Es braucht nur... Da passt deine Chance nicht da. Das ist Fleischstoff. Das sind nur Hinterwäldler. Das sieht er auch. Der da oben sieht halt alles. Ich kann da nichts machen. Und hier... Ich könnte ihn zwar ausnocken für einen Moment. Also ich könnte halt eins machen. Ich könnte halt, Halten wir uns ran. Ah, das riecht nach Ärger. Wir können das halt mal so probieren. Was ist das? Nicht vorbei. Pause, Pause. Das schaffe ich schon wieder nicht mehr. Tut gar nicht weh. Ja. Weil der das dann sieht. Die sehen das alle. Was soll ich hier machen? Also ich müsste jetzt... Wie aufregend. Es ist noch nicht vorbei. Bis ans Ende der Welt. Ja, ihr seid alle Feiglinge. Darf ich dich was fragen? Ja, dann geht doch. Lasst euch von einem Gesicht sein. Ich wette, ich kann dir helfen. Gut. In Ordnung. Was zum... Ich komme hier... Ich komme hier nicht durch. Keine Chance. Geh jetzt zu dem hier hoch. Dann quatsch ich den zu. Bloß der sieht den. Der sieht den. Jetzt könnte ich eventuell... Geh
Lass deine Finger. Wo das herkommt, okay. Das weiß ich, was du sagst. Schöne Frau. Nee, das war schlecht. Das kostet mich. Das war auch schlecht. Jetzt kriege ich meine Tasche nicht mehr wieder. Wo ist denn hier Laden, wo ich mal ein bisschen weiter zurück bin? Also Leute, ich hänge hier derbe fest. Ich hänge hier echt derbe fest. So. Nicht viel vorangekommen. Bis ans Ende der Welt. Ich hätte Cooper nicht da hinten abstellen sollen, den kriege ich da jetzt nicht mehr wieder. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Hier sieht er ihn nicht. Das war aber auch schon wieder dumm. Lass dich nicht ablenken. Lauf, 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 lauf. Wo das herkommt, gibt es noch viel. Komm schon, wir müssen uns Blackstone zurückholen. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Okay, der sieht aber immer noch den. Wir speichern das trotzdem. Der guckt nach da. Vielleicht könnten wir ja. Ich bin ganz ohr, ist mein Pass. Der wundert sich jetzt, was hier los ist. Hallo? Was meinst du? Kein Problem, Miss. Versteckst du dich vor mir? Nee, nee, nix verstecken. Gefällt dir, was du siehst? Ich muss jetzt probieren. Klar, was immer du willst. Oh, wäre ich jetzt da hinten, wäre das so Jackpot. Ich meine, den kann ich nicht. Ich muss die. Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Eine Schwanze. Okay. Wenn der den ablenkt, probiere ich den hier zu holen. Oh. Oh mein Gott, war das knapp. Ich bin den ganzen Tag hier, süß. War das fucking knapp. Jetzt geht er wieder hier ein bisschen umher. Ich höre zu, ich höre. Ich meine, die quatscht den hier immer noch zu. Jetzt mache ich hier einen Sumpfgas-Attack. Wenn die wieder zusammenstehen. Weil wenn die nebeneinander stehen, der, dann setze ich mal hier das Sumpfgas ein. Na komm. So. Also, das ist mal ein ordentliches Gebräu. Bei manchen Gelegenheiten sehr praktisch. Habe ich in einem Sumpf in der Nähe von Jennings gefunden. Ach, du hast eine wundervolle... Wunderbar. Ist das hier... Also, Leute, hier ist wirklich... Hier ist wirklich Katastrophe. Gefällt dir, was du siehst? Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Ja, das machst du auch schon. Zumindest den halben. Schaffen wir dich aus dem Weg. Hast du schon was vor? Was immer du willst. Wir haben's. Wir haben die Stelle gesäubert. Katastrophal. Aber geschafft. Ich will den da oben auch noch wegholen. Das war erst der Anfang. Wir lenken den mal jetzt in die Richtung ab. Weil dann kann ich mit McCoy hinter ihm hoch. Und ihn hier ein bisschen. So. Halleluja. Immerhin. Immerhin doch noch ein bisschen was geschafft. Jetzt wird es umso schwerer, weil. Wir können den Longcode nicht ablenken mit Kate. Ich komme hier auch gar nicht durch. WTF, was habe ich dann hier gemacht? Achso, ich könnte jetzt McCoy natürlich extrem praktisch hier positionieren, ne?
um doch mal ein paar Schüsse abzusetzen, weil ich glaube, ganz ohne wird's nichts. Ich komme hier aber locker durch. Dauert nur eine Sekunde. Ich komme hier durch. Weil hier interessiert sich keiner für uns. Außer der Longcoat halt. Es ist noch nicht vorbei. Kinderspiel. Es ist wohl besser, wenn mich dieser Longcoat nicht sieht. Ja. Er wird ahnen, dass ich etwas vorhabe. Das sage ich ja. Also, der Longcoat ist gefährlich. Ich komme mit McCoy hier. Kunde ist König. Hier hoch. Um vielleicht doch noch einen Schuss abzusetzen. Ich weiß bloß nicht, welches Blickfeld der ganze Zeit hat. Ob ich einen Poncho mal in eine andere Richtung ablenken kann. Wir können es nur sehen. Oh lol. Also, das hätte ich ahnen können. Dass ich vielleicht hätte nicht da hoch durchlaufen sollen. Also für Notfall stellen wir McCoy hier oben ab. Danke nochmal für die Hilfe. Gefällt mir, was ich da höre. Die halten mich nicht auf. Ich hoffe halt, dass der... Ich weiß nicht, wie der guckt. Alle Augen. Du siehst aber. Wie kann ich helfen? Ob das so schlau ist? Moment. Ja, das dachte ich mir schon. Nächste schwere Stelle. Sehr schwere. Ich weiß auch nicht, wie weit ich mit Kate ihn rüberlocken kann. Also wie lange das hält. Das hält ja bei denen nicht so gut, glaube ich. Nee. Interessiert ihn also nicht. Nee. Den Longcoat müssen wir ja theoretisch am Schluss ich meine, hier ist auf jeden Fall eine Alarmgegend. Ist schwer. Wir stehen hier vor wirklich harten Entscheidungen. Der Longcoat nervt. Ich meine, wir können natürlich. Aber Zeit für Dynamit. Dann wollen wir mal. Mal gucken, ob wir das schaffen. Kurz und schmerzlos. Nee. Der sieht den. Wir probieren es nochmal andersrum. Weil eigentlich ist der genau im Schatten. Ich verstehe es nicht, aber der sieht den trotzdem. Jetzt geht's. Nee. Ich kann hier keinen wirklich weglocken. Mit Kate. Kann ihn nur ablenken auf Dauer. Aber wenn der Longcoat durchläuft, bin ich am Arsch. Wir wollen hier doch nicht alles hochgehen lassen. Tja, Leute, würde ich sagen, was soll ich das hier noch erstmal in die Länge ziehen? Wir haben ein bisschen was geschafft. Es ist sehr, sehr schwer für mich hier gerade, muss ich sagen. Mit der Säge kamen wir auch nicht voran. Wenn ihr das gesehen habt hier, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, was ich hier machen soll. Ich hänge hier auf jeden Fall ziemlich fest in Eagle Falls. Ihr seht mein Problem, ihr seht es. Sagt mir Bescheid, was ich zu machen habe. Bis dahin bin ich erstmal raus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.